Weiter geht's mit dem Bau der Dachstützen. Eine will ich gerne noch hier hinsetzen. Und danach wird es dann gleich kompliziert. Das passt. In diesem Bereich hier geht eine Dachfläche so und die andere Dachfläche so und beide Dachflächen treffen sich in diesem Sektor. Das heißt, ich brauche zumindest für diese Dachfläche hier noch eine zusätzliche Stütze. Dafür kann ich aber nicht die bisher geschnittenen Stützen nehmen, die würden einfach weit darüber hinausragen. Da muss ich jetzt noch neue Stützen schneiden. Ich gehe mal von diesem Punkt hier aus. Die Länge ist ja klar, aber die Höhe gilt es jetzt noch zu ermitteln, und zwar an diesem Punkt. Da wäre ich wohl mit 3,7 recht gut bedient. Somit wäre es auch wieder Zeit für einen sauberen Schnitt. Schauen wir mal, ob es passt. Nee, was habe ich mir denn dabei jetzt gedacht? Ich hatte doch 3,2,7. Sind ja 2,7. Jupp, 2,7. Gut, das sind 3,7.
also 2,7 und nochmal ein sauberer Schnitt. Hier am Ende ist es durch den Druck zu einem Verzug gekommen, damit zu einem unsauberen Schnitt. Das arbeite ich jetzt mal nach. Jo, jetzt könnte es hinkommen. Will nicht zurecht zusammenpappen. Da fixiere ich das lieber. So reicht schon, den Nagel will ich nachher wieder rausziehen. Das nächste Stück dürfte nicht so kompliziert werden. Ich weiß ja jetzt, dass ich 2,7 cm brauche. Jo, passt. Und wieder ist unten dieser Versprung. Kann ich erst lange fackeln, gleich rein mit dem Nagel. Und weil ich jetzt gleich mit den beiden Teilen weiterarbeiten will, fixiere ich das noch provisorisch an diesen Stellen.
Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Träger in dieser Richtung. Die beiden sind untauglich, da ist kein rechter Winkel mehr dran. Jetzt könnte man zunächst einmal so ein Teil etwas zukappen. Ich brauche ja nur noch eine Länge von, na, nicht gut zu messen. Fünf Komma acht Zentimeter. Und letztlich eine Höhe von, sagen wir mal, 1 cm. Ich kann das hier frei versetzen dort. Und bei so einem kleinen Teil nützt mir das Schneiden mit dem Lineal gar nichts mehr. Ich zeichne an. Und schneide auf die bekannte Weise. Einmal vorsichtig. Nochmal etwas stärker. Und einmal mit Kraft. So, das Teil ließe sich hier ganz gut anbringen. Mal gucken, ob da noch was winklig drin ist. Jo. Das nächste Teil kann ich auf die gleiche Art und Weise machen. Und das sollte lang werden, genau wie das andere auch. Jetzt muss ich es wieder auf 1 cm Höhe abkürzen. Zunächst ein vorsichtiger Schnitt, dann ein kräftigerer Schnitt und dann spalten wir es.
Kurze Kontrolle. Jawohl. Und los geht das Leim. Gucken, ob davon noch irgendetwas im Winkel ist. Ja. Und damit werden die Dachstützen installiert.